Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge von Planet Coaster. So, gestern haben wir ja dieses Schiff dorthin gestellt. Jetzt müssen wir mal schauen, was wir heute machen. Wie weit kommen wir hier eigentlich noch rüber? Oh, da haben wir noch viel Platz. Das ist gut. Dann da ist eine leichte Schräge. Können wir mal schauen, ob wir den Weg dort lang führen können. Ne, der war 4 Meter. So, mal schauen, was jetzt passiert, ob der sich da... Schade. Na, so war das nicht gedacht. Dann müssen wir noch eine Etage höher. So. Dann schauen wir mal, was wir auf dem Weg dorthin alles bauen. Was fehlt uns denn noch? Rides. Was haben wir denn hier alles schon? Das sind die... Das ist... Aeronauts, die Schiffsschaukel, das Riesenrad, Whirlyrig. Ah ja, da ist der. Der hier. Genau, unser Wellenflieger da. Den Bereich hier können wir auch noch schöner gestalten, sobald das Update da ist. So. 60 Power haben wir noch nicht. Forge haben wir noch nicht. Den könnten wir ja eigentlich mal bauen. Das ist schon etwas für robustere Nerven. Ich glaube, der Baum da muss erstmal weg. Muss man den höher setzen? Okay. Schauen wir mal, eventuell. So.
Machen wir das hier. So. Und bevor wir jetzt den Eingangsbereich und das bauen, bauen wir erstmal ein Gebäude drumherum. Walls. Oder machen wir dort erst einen Boden hin? Das ist jetzt der Vorteil, dadurch, dass das Ganze etwas höher ist. Können wir da natürlich einen Boden reinbauen. Den müssen wir aber später machen, glaube ich. Erstmal Wände. So. Dann machen wir hier mal den Eingangsbereich hin. Schauen wir mal, ob das so grob funktioniert. Move. So. So. So, dann schauen wir mal, ob wir da den Eingangsbereich entsprechend legen können. So wollte ich das nicht. So, das Ticketgebäude.
Das passt schon mal. So. Da müssen wir... hoppala. Machen wir es mal so rum. Nee, so hoch wollten wir es nicht. Machen wir das mal dorthin. Das habe ich vor lauter Denken vergessen. Auch mal was dazu zu sagen. So. Also das gibt noch, hat noch Optimierungspotenzial. So, schauen wir mal. Den können wir in der Zwischenzeit schon mal öffnen. Edit. Die bewegen wir mal nach dort. So, Walls. Auf jeden Fall brauchen ist diese kleinere Rasterung. Und abwärts. Perfekt. So. Den drehen wir noch so. So, hier können wir eigentlich
So, die müssen wir noch mal bewegen. Etwas blöde Perspektive. So ist besser. Wall, 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 Wall. Doch, so geht's. Müssen wir auf jeden Fall mal noch was draufsetzen. Okay. Der kommt wohl in den Bereich des Greifers. Gut, dann machen wir das erstmal so. Und ja, die Stufe habe ich jetzt gerade absichtlich dahin gemacht. So. Dach. Ups. Da kommen wir jetzt wohl erstmal um so eines nicht herum. Dort so eins unterbringen. Entweder das. Schauen wir gerade mal, ob da eventuell... Himmel, macht das einen Krach. Eine halbe Mauer unterbringen können. Da geht's. Jawohl. Dann machen wir doch das. So, Dach. Na, schauen wir mal, ob wir das so lassen. Hm.
Das passt auch nicht. So, aber da habe ich ja hier die Öffnung, die will ich nicht. Schauen wir mal, ob das... Ist das besser? Ist alles nicht so das Wahre. So, Wall Extras. So, hier vorne können wir den noch. Zumindest theoretisch. Praktisch gibt es etwas Ärger mit unserem. Mit unserer Attraktion, das war das Wort. Überlegen wir mal. Da brauchen wir auf jeden Fall noch ein Tor. Drehen. So, und das halbe... Hoppala. Jetzt haben wir hier so eine Art Dachterrasse. Ich fürchte nur, der Eingang ist nicht hoch genug. Wenn ich da so ein... Das sieht...
schauen wir gerade noch mal. Sandstein, Mauer und eine Ach, was soll das denn jetzt? Hier hatten wir doch letztes Mal Building Attachments. Wieso ist das jetzt von alleine hochgerutscht? Das muss ich jetzt nicht verstehen, oder? Da brauchen wir jetzt noch einen. So. Können wir den hier Jawohl, so geht's doch. So, damit würde ich sagen, beenden wir die heutige Folge. Ich sage schon mal danke fürs Zuschauen und morgen bauen wir weiter. Tschüss!